zu Bett, Malaka Mord, und sie kennen freine Nacht. Ah, Master Bruce, Sie sind zurück. Ich war nie weg, Alfred. Doch eigentlich schon. Also, ne? Zwischen den Aufnahmen war ich weg. Warum lassen Sie diese Killer sich nicht gegenseitig zugrunde richten? Damit würde sich Ihre To-Do-Liste wesentlich verkürzen. Alfred, die würden dabei halb Gotham in Trümmer legen. Ich fürchte, Sie haben sich zu viel Verantwortung aufgehalst. Nur weil es sonst niemand tun wird. Diese Vicky Vale sorgt für reichlich Ärger. Vielleicht sollte man mal einen Artikel über sie schreiben. Über sie schreiben? Im Sinne von Vicky oder im Sinne über mich? Seit wann gehören Masken zum Pflichtaccessoire für aufstrebende Gangsterbosse? Ach, wer weiß das schon, Alfred? Wer weiß das schon? So, was tun wir jetzt? Gute Frage. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den schlimmsten Albtraum. Wir sind immer noch ein paar Leute mit einem Schallbatterang. Und dann kümmern wir uns um den Mord. Also nicht in den Lazy Towers, sondern der hier. Ne? Tödlicher Sturz am Jezebel Plaza. Also fahren die Typen in einem Van vor, packen alles ein und weg sind sie. Ich habe so ein Gefühl, dass sie den Kram nicht in die Asservatenkammer bringen. Scheiße, nein. Das beste Zeug behalten sie selbst und der Rest wird verkauft. Wahrscheinlich zurück an Cobblepot. Beim SWAT zu arbeiten hört sich ziemlich nett an. Wir sollten da auch irgendwie reinkommen. Ja, genau. Stehlen wir Sachen von Cobblepot und verkaufen es dann an ihn zurück. Ja, einfach auf Batman wetten. Aber Chicken, Batman gewinnt doch nicht immer. Haben wir das schon in der letzten Session herausgefunden. Los, geh hin. Geh hin. Sieht cool aus. Ist auch cool. So, das hat jetzt aber gezählt, oder? Auch wenn nicht ganz hingegangen ist. Falsch schicken. Ist der Albtraum? Ja. Hat gezählt, sehr schön. Wir sehen schon, das Schallbatterang funktioniert hier ein klein wenig anders als in Arkham City. Oder Schallbattering nur bei Leuten mit Herzfrequenzmessgeräten in Jägerbegegnungen funktioniert hat. Hier funktioniert er überall. Was recht schick ist. Auch wenn er so sprich mal ein klein wenig schneller aufladen könnte. Denn die Jungs da draußen werden unruhig. Da draußen, da unten. Nicht mich sehen, das ist böse. Ah, geh mal ein bisschen höher.
Ich habe eigentlich auf den Aussichtspunkt gezielt, aber wenn du meinst, Betsy, wenn du meinst, dann meinst du das auch. Du rennst da vorne hin, du rennst da hin. Ist da nicht sogar eine Leiter? Obwohl, du könntest da ja stehen bleiben. Komm, versuchen wir's. Lauf, du kleines Vögelchen. Du bist kein Vögelchen. Ich hab's. Jetzt hast du es nicht mehr. Jetzt hast du es nicht mehr. Schade, dass ich den Typen nicht nehmen kann, der da bewusstlos liegt. Ich hätte ihn sowas von auf ihn fallen gelassen, um ihn Angst einzujagen. Chicken wird fies. Ja, das wird sie. Na, guck mal, da vorne liegt ein bewussteloser Kollege. Sieht die nicht. Oder? Geht er dahin? Nö. Du gehst auf die andere Seite. So, so. Wieso ist da hinten eigentlich kein Aussichtspunkt? Das ist fies. Sehr fies, wenn ihr mich fragt. Ach, jetzt hast du ihn auf einmal gesehen, hä? Huh? Ja, jetzt auf einmal. So spät. Was? Ich seh mal nach. Gib dir Deckung, falls es eine Falle ist. Hier ist niemand, um die Deckung zu geben. Es ist laut. Wie unnutzlos. So nutzlos ist das nur, wenn es dich angelockt hat. Käsefuß. So ein richtiger Käsefuß. Ich will das andere Ding haben, den Tatort. Mann. Wir könnten theoretisch Schnellreise machen. Aber dann kriegen wir Schnellreisebildschirm. Oh, schicken wir keinen Schnellreisebildschirm. Ist doch eh um die Ecke. Was denn diesmal? Bist du der Boss und sich Koppelpots Revier schnappen? Keine Ahnung. Black Mask hat sich in letzter Zeit komisch verhalten. Man weiß nie, was er vorhat. Vielleicht heute. Irgendjemand wird überfallen. Aber sowas hatten wir auch noch nicht. Was macht ihr denn hier? Welt und... Wow! Was ist meine Mami aus dem Spiel? Was will er jetzt machen? Da! Falsche Richtung. Alter, jetzt geht's. Der Boss will ihn tot sehen. Genau, attackiert euch gegenseitig. Sehr schön. Aus dir machen wir Kleinholz. Ach, das wollte ich. Schnellster Kasten! Kannst du auch nicht mehr, ne? Oh nein. Ja, doch! Checken sich ja schlecht. Ich zerreiß dich in der Luft. Aber es ist immer so im Laufe des LPs. Am Anfang des LPs ist Chick noch total gut, aber im Laufe der Sessions wird sich von Session zu Session immer schlechter.
Wir haben uns in dir geirrt. Das wusste ich. Wie schnell du aufgestanden bist. Und nicht mal... Du wirst doch eigentlich hier, ne, mit deinen Händen gefesselt. Ich habe das gar nicht durchgeschnitten. Du trägst eine Mütze. Ja, sonst wenn Batman noch ein bisschen mit draufhaut. Dann tut das erst recht weh in der Kälte. Sheldon Park. Ja. Obwohl, wenn wir schon mal hier vorbeifliegen. Anakis Markierung, ein verstecktes Symbol, welches von Anaki zur Kommunikation mit seinen Anhängern genutzt wird. Auffindbar mit der Detektivsicht. Gotham Light and... Ja, Strom, genau. Strom wird es ausgesprochen schicken. Nicht Strom, nee, Strom. Ja... Genius. Unsere politischen Führer fahren in ihren Bestreben fort, alles zu privatisieren, was in den Händen des Volks bleiben sollte. Das Monopol auf Elektrizität verleiht übermäßige Macht über die gesamte Bevölkerung an ein paar wenige Konzernleiter, die sich für geniale Geschäftsmänner halten, weil sie ihr Geld mit einem Produkt verdienen, das jeder braucht. Wir, das Volk, zahlen für die Straßen, die Brücken, die Dämme und die Kraftwerke und dann verkaufen wir sie an diese profitgeilen Konzerne. Sie brauchten in der Privatwirtschaft steige die Effizienz, doch in Wahrheit erhöhen sie nur ihre Managergehälter, um dann sichere Arbeitsplätze zu vernichten, Zeitarbeiter anzuheuern und das Volk mit Wucherpreisen auszuquetschen. Elektrizität ist heute lebensnotwendig, genau wie Luft, Wasser und Nahrung. Und doch erlauben wir diesen Profittreuen daran zu verdienen. Ich meine, wenn ein öffentlicher Versorger Geld verliert, an wen verliert er es dann? Ans Volk. Wohingegen die Profite der Privatversorger direkt in die Taschen der wenigen Wohlhabenden fließen und unsere Kosten stetig steigen. Genug. Wir holen zurück, was uns gehört. Geben den Strom in die Hände des Volkes und sehen zu, wie auch unser Leben in Wohlstand erblüht. Ja, wir hören schon, dass das so ein klein wenig Anakis Meinung über einzelne Gebäudestrukturen, sage ich's mal. Wir haben zwar hier und dort schon eigentlich zwei im Augenwinkel gesehen. Aber ich wollte das jetzt anfangen, weil wir ja erst am Ende der letzten Aufnahmesession, gegen Ende der letzten Aufnahmesession eigentlich Anaki überhaupt kennengelernt haben. Und ich würde es ein bisschen bescheuert finden, wenn wir die Meinung eines Typen lesen, über den wir überhaupt noch gar nichts wissen. ja, die 17. Ja. Übrigens, niemand sagt uns, wo diese Markierungen verteilt sind. Sie sind über ganz Gotham verteilt. Ist überhaupt nicht groß oder so. Nö, müssen wir schon selber suchen. Ich habe mir zum Glück auch vorsätzlich alle 24 Dinger rausgeschrieben. Aber ich werde sie nicht so abarbeiten, sagte Motto, ja, wir waren jetzt da, wir gehen sofort zum nächsten, dann zum nächsten, dann zum nächsten, dann zum nächsten. Nee. Ist es ja eigentlich nur zu Kontrollzwecken. Wenn Chicken sich daran erinnert, hey Moment, Chicken, da vorne in der Gegend. Klappe. Da vorne in der Gegend. Da war doch so eine Anarchy-Markierung. Das hast du dir doch gemerkt. Da gehst du jetzt hin, wenn du in der Nähe bist und das liest du dann vor. Und dann hackst du das in der Liste ab.
Wir werden die Liste nicht nacheinander abarbeiten, sondern so, dass wir nur die Liste tun.